Mein Name ist Thomas Etringer, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Bernkastel-Groß. Wir sind hier an der B53 am Tunnel in Bernkastel-Groß. Wir wurden 1915 alarmiert mit dem Stichwort PKW in Mosel. Und nach einem Unfall von einem Fahrzeug aus dem Tunnel kommend, querend die B53 und durchbrechend des Geländers, ist das Fahrzeug dann in die Mosel geflogen. Für uns ist diese Einsatzstelle nicht neu. Wir haben hier regelmäßig mit Verkehrsunfällen zu tun. Erhöhte Geschwindigkeit und einfach die Kreuzungssituation, die hier von den Verkehrsteilnehmern einfach nicht oder falsch eingeschätzt wird. Und natürlich bei dem Stichwort ist es so, dass man schon mit dem Schlimmsten rechnet, aber wir hatten dann von der Leitstelle relativ Entwarnung, was die Personen im Fahrzeug angingen. Die wurden dann schon durch Ersthelfer befreit. Und für uns galt es dann, ein Fahrzeug aus dem Mosel zu bergen, die Einsatzstelle abzusichern. Wir sind im Moment noch vor Ort und warten auf die Kollegen vom LBM und machen dann die Übergabe. Am Samstag waren zwei Personen, die beide jetzt zurzeit im Krankenhaus sind.